Game Freaks present. Edition. Ja, da ich es jetzt endlich geschafft habe, aufzunehmen, schaffe es endlich aufzunehmen, ohne ruckeln. Können wir loslegen. Hallo du, freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ja, willkommen auch. Ich bin Professor Eibe, aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Aber nein, danke, wir brauchen keine Hilfe. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Wir Menschen leben mit dem Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Ja, da gibt's leider nicht viel zu. Deshalb verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Ja, natürlich, ich bin natürlich ein Junge. Ah, du bist also ein Junge. Ja, bin ich. Verrätst du mir auch deinen Namen? Da muss ich mir noch überlegen. Sagst du, so heißt dein Freund Alfie? Ja, so heißt er. Nun, Dennis, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf dem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet. Na endlich, laber nicht so viel. Trotz angestrengtester Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das seltene mit eigentümlichen Farben versehene Pokémon aufzuspüren. Das rote Garados ist bisher nicht vor der Reihe entmutigt im Team aufgetaucht. Tja, dann müssen wir wohl woanders suchen. Und damit beenden wir unsere Berichterstattung über die Suche nach dem roten Garados. Hier Jubelstand TV. Wir sehen uns nächste Woche, gleiche Welle, gleiche Stelle. Besser wäre es gewesen andersrum. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wäre gewiss besser gewesen. Ja, Mutti, was gibt's? Dennis, Lappenwurf vor kurzem hier, hatte ich gesucht. Ich weiß nicht, was er damit meint, aber er sagte, es gäbe einen Notfall. Dennis, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnten dich angreifen, wenn du durchs hohe Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest. Aber? Ja, was denn aber? Bums. Was? Wie? Oh, hey Dennis. Hey, ich gehe jetzt zum Weg. Wow. Beeil dich. Also Dennis, ich stell dir 1 Million Poké in Rechnung, wenn du zu spät bist. Ja, fick dich. Lappen. Ah, hab ich vergessen. Ich nehme besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Oh hey, Dennis, wir gehen zum See.
Sparte auf der Straße auf den 10 Millionen Punkte Strafe, wenn du zu spät kommst. Ich krieg dir mal 10 Millionen als in den Arsch. Oh, mal gucken, was die Mama von ihm sagt, vom Lappen. Dieses Kind ist wie üblich wieder losgerannt. Ich denke, du müsstest ihn jetzt auf Route 201 antreffen können. Kann einfach nicht still sitzen, der Junge. Wo er jetzt wohl hin will, muss ich einen neuen Lappen kaufen. Du hast doch auch Nachrichten im Fernsehen gesehen, ja? Du weißt schon, suche nach dem roten Karados, das geheimnisvolle Auftauchen eines wütenden Pokémon in einem See. Das hat mir doch zu denken gegeben. Ich wette mit dir, bei uns im See lebt bestimmt auch so ein Pokémon. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir ziehen los und suchen nach Pokémon. Ach, dann zieh doch los, ich hab keinen Bock. Ich will nur mein Pokémon und dann die Pokémon-Liga 5, 6, 7, 8 mal besiegen, dann ist gut. Dann geht's zu Pokémon Schwarz. Auf zum See, holen wir uns ein rotes Garados. Nö, ist eh nicht da. Was geht hier vor? Professor, auf der anderen Seite gibt es auch nichts Außergewöhnliches. Ich muss mich irritiert haben. Irgendetwas scheint anders zu sein als zuvor, aber egal, immerhin haben wir den See gesehen. Lucia, hier geht. So, und diesmal werde ich nicht das falsche Pokémon nehmen. Professor, wie gefällt es Ihnen bei, wieder in Sinnoh zu sein? Nach 4 Jahren muss es sicher sehr aufregend für Sie sein. Eins kann ich mit Sicherheit sagen, in Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon-Tutor. Das Land ist wie geschaffen für unsere Studien. Das sagt jeder Professor in jeder Pokémon-Edition. Verzeihung, dürfen wir mal durch? Nein, dürft ihr nicht, ich schlage euch aufs Maul. Verzeihung, wir haben es eilig. Was sollte das denn? Diese 2? Hä? Dennis, sehen wir uns das mal an. Ja, schneller, los. Was meinst du? Nicht ins hohe Gras gehen? Ach was, ist doch kein Problem. Wir werden nicht lange genug im Gras bleiben, um wilde Pokémon anzulocken. Das ist eine Tasche. Diese Leute haben sie hier vergessen. Was sollen wir damit machen? Wir können sie ihnen zurückbringen, aber wer waren die? Ich habe gehört, dass einer von den Professoren gesagt hat. Ah, Pokémon! Was ist? Diesmal nehme ich das Richtige. Sieh mal, das sind Pokémon. Wir nehmen jeder eins und kämpfen. Und welches möchtest du da? Ja, ich nehme Plinfer. Gegen Staralili. Wow, ein Mensch Staralili. Yeah. Wo ist Plinfer? Pun. Ja, zum Kämpf kann man nicht viel sagen. Plinfer, mach es kaputt. Plinfer erhält 16 Erfahrung. Oh. Im Gegensatz zu Rot kann man ja sehen, wie viele Erfahrungspunkte er noch ungefähr braucht. Boah, dein Plinfer war einfach spitze. Aber mein Chillas war viel besser als dein Pokémon. Daher gehören diese Pokémon nicht mal zu uns. Aber wir mussten sie kämpfen lassen. Bestimmt haben die Leute nichts dagegen. Oh, da ist ja die Tasche. Der Professor wäre ganz schön wütend, hätte ich sie verloren. Oh nein, habt ihr die Pokémon hier rausgenommen? Wirklich? Ach du meine Güte, was wird der Professor dazu sagen? Das ist ganz und gar nicht gut. Was sollte das denn jetzt? Keine Ahnung, was da los ist, Dennis, aber lass uns gehen. Mein Pokémon wurde bei dem Kampf verletzt. Wenn wir nochmal angegriffen werden, können wir Probleme bekommen. Ich nicht, meins ist noch fast lebendig. Da
musst du dir was einfallen lassen, Lappen. Lass uns gehen. Wir müssen diese Pokémon zurückbringen. Sie gehören uns nicht. Aber trotzdem, ich würde zu gern mehr Zeit mit meinem Pokémon verbringen. Oh, ich muss mich mal gerade umsetzen. So. Ja, wir dürfen das Pokémon sowieso behalten. Ups. Hey, diese Leute da. Ah, die stachen uns an. Lucia hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Darf ich sie mal sehen, bitte? Plinfa und Chillast. Ah ja, so ist das also. Lucia, ich gehe zurück in mein Labor. Ja, Professor, warten Sie auf mich. Ihr solltet mal in unser Labor kommen. Bis später. Ja, tschüss. Was sollte das denn jetzt? Ich meine, wenn er sauer auf uns ist, warum schreit er uns nicht einfach an? Und wieso will er seine Pokémon nicht zurückhaben? Dennis, lass uns nach Hause gehen. Ey, ich will nach Hause laufen. Hey, Mutti. Gib mir was zu essen, los. Was gibt es, Schatz? Au, oh, das hast du alles erlebt. Ich bin so froh, dass es dir und Lappen gut geht. Der Professor, den du erwähnt hast, ist bestimmt Professor Eiber aus St. Geme. Ich habe gehört, seine Studien zu den Pokémon sind berühmt. Aber er soll auch sehr einschüchternd sein. Dennis, ich denke, du sollst ihn in St. Geme besuchen. Du sollst ihm genau erklären, warum du gar keine andere Wahl hattest, als seine Pokémon zu nehmen. Und habe keine Angst, ich bin sicher, er wird dich verstehen. Ja, Mutti, ich gehe. Oh, ich habe hier noch etwas für dich, Dennis. Zieh die an. Dennis erhält Turbotreter. Yeah, mit... Oh. Nach St. Geme zu gehen ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Mit diesen Turbotretern kommst du viel schneller von einem Ort zum anderen. So, ich lese dir vor, wie du sie verwendest. Halte den B-Knopf gedrückt und renne schneller als je zuvor. Ziehe deinen Turbotreter an und gehe neue Abenteuerwege. Na, das ist doch mal praktisch. Ja, Mutti, ich gehe jetzt. Tschüss. Mann, Mütter können einen echt auf... Hallo? Geht nicht. Mit B läuft er nicht. Route 201. Und was sagst du uns? Wilde Pokémon halten sich bevorzugt im hohen Gras auf. Sie können jederzeit auftauchen. Wenn du also gegen wilde Pokémon antreten willst, lauf einfach durch hohes Gras. Und wenn du ihn aus dem Weg gehen möchtest, musst du hohes Gras meiden. Ja, das geht aber manchmal nicht. Ja, super. Das letzte Grasbüschel kommt ein Pokémon. Und wie ist es nochmal? Bidiza. Warum nicht direkt Bidiza? Ich wollte die ganze Zeit schon Textgeschwindigkeit auf 3. Ein Volltreffer. Ach ja, Petita. Du bist schon ein komischer Hasenmaul. Gewonnen! 24 Erfahrungspunkte. Oh, toll. Hätte nicht noch ein bisschen mehr sein sollen. So. Jetzt erst einmal. 3 Animation bleibt an, ja. Wo ist meins? Da ist meins. So. Hier noch irgendwas? Ein Pokéball? Oder ein Trank? Natürlich nicht. Nö. Ja, jetzt müsste ich Turbotreter benutzen können. Muss ich die irgendwie erst anziehen? Ach. Man sollte auch den richtigen B-Knopf. Hier kann man ja gar keine Rücktaste. Scheiße. Ah, komm, guck mal, was die sagt. Lässt die Gesundheit deines Pokémon nach und damit seine KP, solltest du in ein Pokémon-Center gehen. Ja. Und
Was laberst du mir jetzt vor? Na. Dach Lilly. Mit Pokebälle. Das könnte ganz schief gehen. Hoffentlich nicht so. Setz Tackle ein. Ah, ein KP, das geht ja noch. Im Pokémon Supermarkt. Wusstest du, dass man die Gesundheit des Pokémon in Kraftpunkten KP angibt? Gehe die KP eines Pokémons auf 0, wird es kampfunfähig. Nimm die KP eines Pokémon ab, solltest du es mit einem Trank heilen. Hier, ich schenke dir einen Trank. Nimm nur, das kostet dich nichts. Dir wird automatisch in die Medizintasche deines Beutels gelegt. Trank erhalten. Yeah! Na. Ja gut, nach dem Kampf muss ich definitiv mal Part beenden. Oh ja, da muss ich definitiv einen Trank einsetzen. Klar, super, jetzt setzt du Heule ein. Nein. Wie oft kann das Vieh denn Heuler auf mich einsetzen? Weil ziehe ich ihm nur noch einen KP ab. Ja, ich muss meine Aufnahme beenden. Das ist es. Das ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und... Bums. Was zum... Oh, du bist das, Dennis. Dieser alte Mann, er ist gar nicht unheimlich. Aber er steht voll neben den Schuhen. Ach, was soll's denn? Ich mach mir vom Acker. Bis dann. Tschüss. Wow, was war das denn? Du hast aber einen ungeduldigen Freund. Nun, wie dem auch sei, gehen wir hinein. Der Part wird 20 Minuten lang. Da bist du ja endlich. Du bist Dennis, nicht wahr? Zeig mir doch mal dein Pokémon. Verstehe. Ja, dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Fein, fein. Dann werde ich dir das blind verschenken. Da es nun dir gehört, möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Nein. Dein Freund Lappen hat mir erzählt, was am See passiert ist. Du sollst sehr gut gekämpft haben, dafür, dass es dein erster Kampf war. Ich kann erkennen, dass das Band zwischen dir und dem Pokémon wachsen wird. Und darum vertraue ich dir das Blindfahren. Es macht mich froh zu sehen, wie freundlich du zu dem Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, müsste ich... Oh, ich kann das gar nicht aussprechen. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Mein Name ist Ivo. Ich studiere Pokémon. Als erstes möchte ich wissen, welche Art von Pokémon in Sinnoh leben.
Und den, das so herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln und Herkunft mitspielen. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon im Sinne für mich sammeln? Ja, kann ich machen. Gut, geantwortet. Dennis hat den Pokédex erhalten. Dieser Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon-Arten auf. Pokémon-Daten. Auf die du triffst. Dennis, ich möchte dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten von Pokémon dieser Region zu finden. Ich habe auch einen. Als du zusammen mit deinem Pokémon über die Route 201 gegangen bist, wie hast du dich da gefühlt? Ich bin bereits 60 Jahre alt und ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Und das bedeutet auch, dass unzählige Nerven und Kitzel auf dich warten. Und nun geh, Dennis, dein großes Abenteuer wartet. Mein erstes Pokémon war Panflam. Hättest du dich am See für Panflam entschieden, hätten wir jetzt das gleiche Pokémon. Ich meine, deine Wahl war schon okay. Ich bin übrigens im GM. Ich helfe dem Professor bei der Einstellung des Pokédex. Wir beide, du und ich, sind uns also ähnlich. Ich bin dir nur ein paar Schritte voraus. Das ist alles. Ich freue mich schon, dir das ein oder andere zu erklären. Es freut mich wirklich, dich kennenzulernen, Dennis. Tschüss. So. Also gut, Dennis. Ich bin dein Mentor. Ich habe ein bisschen mehr Erfahrung als Trainer. Also, da ich ja auch die Assistentin des Professors bin, dann komm mal mit. Oh, jetzt zeige ich mir noch alles. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist das Pokémon Center. Pokémon, die im Kampf verletzt wurden, werden hier geheilt. In den meisten Städten findest du ein Pokémon Center. Das Gebäude mit dem blauen Dach dort ist der Pokémon Supermarkt. Dort kannst du Items und Medizin kaufen und verkaufen. Dennis, du fängst gerade erst an als Trainer, daher bist du doch noch nicht viele Dinge kaufen können. Aber das soll dich nicht stören. Oh, fast hätte ich es vergessen. Musst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass du Professor Albe bei der Einstellung des Pokédex hilft? Du wirst weit reisen und daher sollst du ihnen Bescheid sagen, finde ich. Aber bevor du das tust, heile zuerst dein Pokémon im Pokémon Center. Damit wird dein Weg sicherer, aber jetzt muss ich los. Mach's gut. Ha, ich komme endlich dazu, diesen Part zu beenden. Und sage, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüssikowski.